Publikum, geschätzte Damen und Herren, mein Name ist Mike Bucher und ich heiße Sie herzlich willkommen zur ersten Breakout-Session am zweiten Tag der X-Days. Das Thema dieser Breakout-Session lautet E-Conversion, von der Briefpost zu den elektronischen Medien, Substitution oder Ergänzung. Es ist mir eine Ehre, Ihnen den Speaker der heutigen Breakout-Session vorstellen zu dürfen. Es handelt sich um David Ziltener von der Xerox Schweiz. David Ziltener, er ist General Manager für Large Accounts und Global Document Outsourcing und er leitet die Pre-Sales in der Region Deutschland, Österreich und Schweiz. Natürlich verfügt er über viel Erfahrung in Bereichen ICT-Services und Outsourcing. Bevor er bei Xerox beigetreten ist, vor rund 3 Jahren, arbeitete er im Verkauf, in der Beratung und im Projektgeschäft und hatte Managementpositionen bei Swisscom, Ascom und bei Alcatel inne. Der Vortrag dauert rund eine halbe Stunde. Danach haben wir Zeit für weiterführende Fragen und Antworten. David, dir wünsche ich viel Erfolg und Ihnen viel Vergnügen bei dieser Präsentation. Danke, Mike, für den freundlichen Empfang. Nach so einer Vorstellung kann man nur noch einen schlechten Job machen. Ich hoffe, dass ich da auch den Erwartungen gerecht werde. Danke vielmals, dass Sie heute zu dieser Präsentation von mir gekommen sind. Ich freue mich natürlich über das Interesse. Ich freue mich auch über das Interesse ganz besonders, dass wir an einer IT-lastigen Veranstaltung über Themen sprechen werden, die nicht direkt mit IT zu tun haben. Wir tun das, weil wir glauben, dass heute der Zeitpunkt da ist, wo die Rolle der IT in der Unternehmung neu geschrieben wird. Und diese Themen möchten wir mit Ihnen heute besprechen. Von der Briefpost zu den elektronischen Medien, Substitution oder Ergänzung. Wer einfache Antworten auf diese Frage erwartet hat, muss ich leider enttäuschen. Ich bin auch nicht Hellseher. Was wir aber sehen, das ist an dieser Schnittstelle der elektronischen und der physikalischen Medien, da entstehen neue Prozesse, neue Herausforderungen, die uns fordern, die unsere Unternehmungen fordern. Und da möchte ich einige Erfahrungen, die wir gemacht haben, Einsichten, die wir mit unseren Kunden gemacht haben, mit ihnen austauschen und auch Anregungen geben können, wie wir in Zukunft unseren Unternehmen Mehrwert beisteuern können in der Funktion als IT, in der Funktion als Business Manager, in der Gesamtsicht auf den Endkunden. Vielleicht ganz kurz, darf ich mir erlauben, einen Einblick zu geben, wieso Xerox. Als ich zu Xerox kam, hat man mich gefragt, ja, jetzt gehst du Kopierer verkaufen. Das ist nicht, wofür Xerox steht. Als ich zur Swisscom ging, hat man mich gefragt, ja, jetzt gehst du Telefone verkaufen. Wir wissen, Swisscom verkauft nicht nur Telefone, sondern ist der führende IT-Outsourcer in der Schweiz. Xerox hat zwar das Drucken erfunden, wir blicken auf eine 100-jährige Firmengeschichte, reich an Innovation zurück. Wir haben auch Dinge erfunden, die wir dann überhaupt nicht vermarktet haben, benutzergrafische User Interfaces, die Maus, all solche Dinge. Xerox steht für Innovation. Xerox steht für Fähigkeit, global liefern zu können. Und Xerox steht für die Überzeugung, dass wir mit Technologie, Innovation und Dienstleistungen unseren Kunden und den Endkunden unserer Kunden Mehrwert leisten können. Und wir glauben, dass wir genau an dieser Schnittstelle der elektronischen Medien und der Briefpost oder des Papierdokumentes eine ganze Menge tun können, zusammen mit IT, zusammen mit Marketing, um die Unternehmen, die sich darum kümmern, erfolgreicher am Markt zu machen. Und das will ich Ihnen vorstellen in den nächsten 25 Minuten. Die 3 Kernelemente, die wir dazu brauchen, sind Elemente, die typischerweise in Silos organisiert sind. Natürlich gibt es Zusammenarbeit, aber sehr oft ist IT-Outsourcing, Dokumentenservices und Geschäftsprozesse nicht unter einem Dach. Sehr oft finden wir auch ganz unterschiedliche Zielsetzungen in den Unternehmen. Einfaches Beispiel, Rechnungsversand. Der Finanzchef sagt, ja gut,
Je weniger Rechnungen wir schicken müssen, umso weniger Kosten haben wir, umso billiger ist es. Ne? Raus damit. Marketing sagt, nein. Die Rechnung ist so ungefähr das Einzige, was unsere Kunden wirklich lesen, was von unserer Firma kommt. Wir wollen das benutzen, damit wir da Kampagnen machen können. Upselling, wir müssen mehr drucken. Wir müssen farbiger drucken. Und IT sagt, das ist ja alles gut und recht, aber ich habe kein Budget, euch die Systeme hinzustellen. Wie bringen wir das zusammen? Typischerweise reden die drei dann zusammen, Monate, Jahre, manchmal gibt es auch Projekte. Man wird sich nicht einig. Man wird sich nicht einig, weil man, vielleicht ein bisschen salopp gesagt, vor lauter Bäumen den Wald nicht sieht. Weil es keine einfachen Antworten gibt auf diese Fragen. Und die werde ich auch nicht bringen. Aber ich glaube, wir können Anregungen, Ideen bringen, wo es Ansätze gibt, wo man zusammenarbeiten kann. Die Folie hier stellt diese Situation nochmals ein bisschen plakativ dar. Wir haben hier die IT, wie gesagt, Systeme, Kostendruck sowieso die letzten 3 Jahre. Ja. Dann ist so der Cloud-Services, vor lauter Cloud sieht man den Himmel nicht mehr vielleicht heutzutage. Und überhaupt das Business, die machen sowieso, was sie wollen. Jetzt beginnen sie noch mit Twitter zu vertreiben, nicht mehr unter Kontrolle. Ja. Marketing, hier eine Kampagne, dort nur Ansprüche an IT, an das Contact-Center. Dritter Bereich, Rechnung, ich habe es erwähnt, der Finanzminister. Es muss nicht die Rechnung sein, es kann auch zum Beispiel der Kontoauszug einer Bank sein. Auch dort, Kostenfaktor, lieber gar nichts schicken. Vielleicht neue Geschäftsmodelle, wie wir verrechnen aber jetzt den Kontoauszug dem Kunden, dann wird das ein eigenes Profitcenter, weil wir machen dann noch Gewinn damit. 1,50 Franken, ne? Porto kostet 80 Rappen, 70 Rappen Gewinn, Preiszug, nicht schlecht. Ne? Diese Themen finden nicht zusammen. Und es ist wahr, es werden Brücken gebaut. Und jeder IT-Chef, jeder Marketing-Chef und jeder Finanzchef antwortet uns, wir machen ja was? Hier, dort, dort, dort. Sehr oft machen wir viel und erreichen wenig. Es lohnt sich, ein bisschen weiter reinzuschauen und die wirklich interessanten Themen versuchen herauszustellen. Und ich glaube, wir sind heute an einem, einem Tipping Point. Ich weiß nicht, die gestern bei Lance Thompson dabei waren, haben den Begriff mitbekommen, Tipping Point, das ist der Zeitpunkt, wo der Frosch im Wasser, das immer wärmer wird, noch aus dem Kessel hüpfen kann. Weil wenn das Wasser dann noch wärmer wird auf dem Herd, ist er gelähmt, kommt nicht mehr raus und tot. Wir sind an so einem Tipping Point. Wir müssen zusammenarbeiten mit Marketing, IT, mit Finanz. Wir tun das ja. Hier ein bisschen, dort ein bisschen. Aufpassen, Budget, wir springen nicht. Wenn wir nicht springen, werden wir in eine Situation kommen, dass die Unternehmungen, die sich nicht wirklich um diese Thematik kümmern, gelähmt sind. Und diejenigen, die springen, werden einen Vorteil erwirtschaften. Und das bedeutet hier Opportunitätskosten in betriebswirtschaftlichem Ausdruck. Und Opportunitätskosten gibt es ein ganz gutes Beispiel für diesen Tipping Point, zum Beispiel in der Telco-Industrie. Wer zu spät springt? Marktanteile in der Telco. Hat das etwas zu tun mit den aktuellen Wettbewerbsverhältnissen? Mit dem Kampf, mit dem neuesten Produkt? Die Verteilung im Mobile-Markt? Hat das etwas damit zu tun? Hat nichts damit zu tun. Die Marktanteile im Mobile-Markt, die wurden definiert in der Lancierung von Mobiltelefonie. Wer zuerst ein Netzwerk aufgebaut hatte, das liefern kann, das funktioniert, hat den Markt abgeräumt. Und das hat sich nicht geändert, seit es Mobiltelefonie gibt. Und es ist genau dasselbe bei jedem anderen Tipping Point. Derjenige, der springt, der hat einen Vorteil,
der hat die Opportunität, der kann den Markt abräumen. Viele andere werden nachspringen, den Rest sich aufteilen und es wird einige geben, die gar nicht mehr springen. Wir möchten helfen, diesen Sprung zu machen und denken, dass wir hier auch Ideen geben können. Und Ideen gibt es viele. Und Xerox hat nicht den Anspruch, dass wir das jetzt alles aus dem FF beherrschen. Das zeigt auch diese Folie. Wir wollen das nicht, wir können das nicht. Wir können das in einem Teil. Genau wie Sie auch in einem Teil einen Beitrag leisten können. Der Punkt ist, es gibt so viele Bereiche, wo wir in der Kundenkommunikation, in den Medien uns koordinieren müssen, dass man sehr leicht viele Aktivitäten aufbauen kann, die nicht wirklich zielführend sind. Und das ist so ein bisschen die Longlist. Und für jedes dieser Beispiele kann ich Ihnen darstellen, wie Sie elektronische Medien, physikalische Medien gleichzeitig ergänzend in Sequenz einsetzen. Für jeden dieser Bereiche kann ich Ihnen darstellen, wie Sie den Gesamtprozess outbound, inbound, Iterationen abbilden müssen. Für jeden dieser Themen kann ich Ihnen darstellen, wie Abhängigkeiten bestehen, zum Beispiel aus der Betreuung von Plattformen wie Twitter, YouTube mit Dokumentenerstellung. Sie können natürlich sagen, interessiert mich nicht, wir wollen nicht auf dem Netz sein. Springen nicht. Gut, andere sind dort. Ihre Kunden sind sicher dort. Ihre Kunden sprechen sicher mit Ihnen. Überlegen wir uns lieber, wie wir auf diese Medien gehen. Mit Videos, mit Dokumenten, mit Kampagnen. Bereich Rechnung wurde bereits mehrfach erwähnt. Bereich Übersetzung. Wie stellen wir sicher, dass gerade in der Schweiz die Informationen auch effektiv verfügbar sind in den Sprachen? Wollen wir alles übersetzt haben? Wie übersetzen wir effizient? Wo investieren wir das Geld? Um was wollen wir uns kümmern? Und das ist jetzt natürlich plakativ, Maximize the Customer Experience, aber ich glaube, wir sind gut beraten, in all diesen kleinen Aktivitäten, da gibt es ja nicht mal riesige Projekte überall, sondern ganz kleine Aktivitäten, das vielleicht wieder mal in den Vordergrund zu stellen und zu sagen, okay, wo geht es wirklich am Ende um die Kundenerfahrung, die der Kunde mit unserem Unternehmen hat? Weil all dies, Twitter, YouTube, Kontaktcenter, Rechnung, Manual, Vertragsaustausch, Erstellung, all das geht letztlich um den Endkunden und all diese Punkte sind die Punkte, wo der Endkunde mit unserer Unternehmung, mit der Unternehmung unserer Kunden seine Erfahrungen macht und ob der Endkunde zufrieden ist damit, hängt nicht so sehr davon ab, ob wir best in class sind mit unserer SAP-Plattform, hängt nicht so viel davon ab, ob wir ein tolles Cloud-Konzept haben, sondern es hängt davon ab, dass wir an den wenigen Kontaktpunkten, die die Unternehmung mit dem Endkunden hat, dass wir dort richtig, präzise und fokussiert auf den betreffenden Kunden kommunizieren und reagieren. Und es sind wenige Kontaktpunkte. Ich habe das vorhin ein bisschen salopp gesagt, da die Rechnung, das einzige Dokument, das der Endkunde liest. Ja, es ist sehr oft das einzige Dokument, mit dem die Unternehmung mit dem Endkunden kommuniziert. Der Kontoauszug ist sehr oft das einzige Dokument, das der Bankkunde wirklich liest. Die Cumulus-Punkte ist sehr oft das einzige Dokument, das wirklich durchgeblättert wird, auch wenn man nur die Bonds auf der dritten oder vierten Seite sucht. Es gibt sonst nicht so viel. Und wir müssen uns bewusst sein, dass an diesem Kontaktpunkt kann man sehr viel richtig und sehr viel falsch machen. Und wenn man es falsch macht oder richtig, dann ist das messbar, wie sich der Umsatz mit diesem Kunden über die Laufzeit des Kunden entwickelt. Ob wir dem weitere Produkte
aus unserem Private Banking, aus unserem Telco-Portfolio, aus unserer Angebotspalette, aus unserem Reiseangebot anbieten können. Oder ob der findet, das ist zu kompliziert, das lese ich nicht, weiß ich nicht, kümmert mich nicht oder habe ich nie davon gehört. Wenn wir das mal ansehen, was da so abgeht aus Kundensicht, dann bekomme ich heute von der Unternehmung auf ganz verschiedenen Kanälen Informationen, online, offline. Sehr wenige Unternehmen kümmern sich darum, was für einen spezifischen Kunden wirklich die optimale Ansprache ist. Da wird dann mit der großen Gießkanne alles ausgegossen. Sehr wenige Unternehmen kümmern sich darum, dass wir konsistent über die verschiedenen Medien kommunizieren und unsere Kampagnen fahren. Sehr wenige Unternehmen kümmern sich darum, und das ist das Schlimmste, dass wir heute aufgerufen sind, unsere Endkunden persönlich anzusprechen. Und das bedeutet, dass wir nicht nur wissen müssen, mit wem haben wir es zu tun, sondern dass wir auch wissen müssen, wie sprechen wir ihn an? Mit dem Mail, mit dem SMS, mit dem Twitter, mit einem klassischen Brief und einem Dokument drin. Und das ist vielleicht auch so ein erstes Feedback auf diese Frage Briefpost oder elektronische Medien. Es gibt Substitution, es gibt Leute, die wollen das nicht. Es gibt Fälle, wo es ergänzend wirkt. Die wirklich wichtige Frage ist aber nicht, wollen wir das eine oder das andere, sondern die wirklich wichtige Frage ist, wie benutzen wir diese Vielfalt der Medien, dass wir am Ende den Einzelkunden persönlich und direkt abholen. Und wenn wir das tun wollen, dann stellt sich die Frage, was brauchen wir hier für Systeme, damit wir diese Koordination hinbekommen? Was brauchen wir hier für Prozesse, damit das wirklich funktioniert? Inbound, Outbound ist hier nur der Anfang. Sehr oft funktioniert das gut, wenn man da mal so ein Abonnement, ein neues Konto, ein Prospekt verlangt auf der Webseite, dann kommt das. Wenn der Kunde dann den richtigen Weg findet, um zu antworten, dann wird das vielleicht auch im CRM abgebildet. Sehr oft finden wir in Unternehmungen, die wir beraten, dass die Kundenkommunikation in ganz verschiedenen Stellen in die Unternehmung reinkommt. Oft liegen bleibt, tagelang, manchmal wochenlang. Oft nicht kontrolliert wird, ob ein Follow-up stattfindet oder nicht. Das ist der Punkt, wo Kundenkommunikation nicht ausreicht, sondern Interaktion ist das Wort hier, die Zusammenwirkung des Kunden und der Unternehmung relevant wird. Dort ist der Punkt, wo wir uns Gedanken machen müssen, wir in der Informatik, wie können wir Systeme bauen, die diese Prozesse von Beginn bis zum Schluss begleiten. Das ist der Punkt, wo wir uns im Operations, im Betrieb, die Frage stellen müssen, wie können wir diese Prozesse managen und betreiben, dass wir mit diesen Mitteln, die uns die Informatik zur Verfügung gibt, auch eine Servicequalität, SLAs vielleicht sogar, einhalten, um wunschgemäß zu agieren. Das ist der Punkt, wo wir entscheiden können, ob wir erfolgreich sind mit unseren Kunden, ob wir Customer Experience, den Eindruck bei unserem Kunden an einem dieser wenigen Schnittstellen wirklich maximieren oder ob wir es dem Zufall überlassen. Und das ist ein bisschen schwarz und weiß, viele machen etwas hier, dort. Wir sind der Überzeugung, es lohnt sich hier genau und präzise reinzuschauen, weil es gibt ein riesiges Potenzial zur Verbesserung. Und es sind drei Bereiche, um die es hier geht. Es geht einerseits darum, die Nachfrage zu steigern beim Kunden. Das muss ein messbares Resultat sein, all dieser Aktivität. Es geht andererseits darum, die Qualität, die Unterstützung des Kunden in allen Medien koordiniert und synchron zu gestalten. Und es geht darum,
die Prozesse des Deliverables so zu gestalten, dass es persistent, nachhaltig, business as usual abgebildet und gemanagt werden kann. Weil das ist der einzige Weg, wie wir am Ende auch messbare Performance, Performanceverbesserung, Kostenoptimierung erzielen können. Vier Beispiele, um ein bisschen konkreter zu werden, wo das stattfinden kann. Es kann stattfinden im Bereich der Marketingmaterialien. Wer hat das nicht, wenn Sie mal beim Marketing rumlaufen, diese großen Wandkästen mit all den Flyern, Dokumenten, Gadgets, noch vom vorletzten Jahr, das alte Branding ist noch drauf, kann es nicht mehr brauchen. Wir sind der Meinung, dass wir hier mit Personalisierung, mit On-Demand-Produktion und mit Kombination auch der Medien sehr, sehr viel herausholen können. Personalisierung, On-Demand-Produktion. Wir wollen keine Kästen voll mit Material haben. Wir wollen die Dokumente, sei dies elektronisch oder gedruckt, auf den Einzelkunden abbilden. Also konkret gesprochen, Sie bekommen keinen Flyer, wo drauf steht Wettbewerb, füllen Sie Ihren Namen ein. Sie bekommen den Flyer, wo drauf steht Herr Ziltener, wir haben nächstes Wochenende Familienanlass mit besonderem Programm. Familienanlass, weil die wahrscheinlich wissen, dass wir eine Hypothek haben, weil sie wissen, dass wir in der Familie zwei oder drei Mobile-Abos haben, wo sie mich persönlich ansprechen auf Themen, die mich wirklich interessieren. Zweiter Punkt, Direct Marketing. Große Produktion, Rückläufquote, wenn es gut geht, 10%. Wenn wir hier Personalisierung reinbringen, Farbe, wenn wir hier mit dem elektronischen Kanal Kombination machen, können wir daran arbeiten. Aber wir wissen alle, Direct Marketing ist immer mehr vielleicht noch der einzige Umsatzträger der Post, aber nicht wirklich effizient. Aber es gibt diese Medien, die wir benutzen können. Wir können die Rechnungsmedien benutzen. Und wenn ich jetzt ein Telco-Provider bin, wenn ich eine Reiseunternehmung bin, wenn ich eine Bank bin, dann kann ich mir auch überlegen, zum Beispiel auf einer Visa-Abrechnung oder einer Mastercard-Abrechnung, ist der vielleicht interessant, nicht nur für den Kunden, sondern auch für eine andere Unternehmung, wenn ich dort die Freiflächen zur Verfügung stelle, um gewisse Botschaften zu senden. Kunde hat Visa-Karte, oft Golf-Resorts. Könnte ja ein Golf-Resort interessieren, wenn wir in ein gewisses Segment dort auf die Visa-Abrechnung bestimmte Annoncen drucken können. Kunden-Onboarding. Wir haben als Live-Erfahrung bei diversen Kunden festgestellt, das geht oft schief. Kunden bekommen Pakete, da sind die Dinge nicht so drin wie bestellt, keine oder unverständliche Erklärungen und keine Kontrolle, wie das stattfindet. Warum? Sehr oft, weil eine ganze Vielzahl von Zutaten in diesem Prozess ablaufen. Vom ersten Kontakt, wo sich der Kunde im Kontaktcenter meldet, bis dass er dann wirklich das Paket bekommt, mit was man meint, was der Kunde bestellt hat, gibt es 4-5 Iterationen, gibt es 4-5 Möglichkeiten, wo Information verloren geht über das, was der Kunde wirklich will, wirklich bestellen kann und was wir ihm wirklich anbieten können. Und hier geht es nicht nur darum,
billiger zu werden, effizienter zu werden, sondern hier geht es auch darum, im Prozess Verlässlichkeit zu verbessern. Und hier müssen wir uns auch die Frage stellen, managen wir das mit der Sorgfalt, wie wir das tun sollten. Tipping Point. Das sind Tipping Points, wo wir mithelfen können, unsere Unternehmungen voranzubringen. Wir in der IT haben die Möglichkeit, die Tools bereitzustellen, mitzuhelfen mit dem Marketing, an diesen Themen zu arbeiten. Mitzuhelfen, dass die Kampagnen personalisiert werden. Da braucht es uns dazu. Mitzuhelfen, die Diskussion auf eine Ebene zu bringen, wo es nicht nur um die Kosten geht, was das jetzt für das System bedeutet, sondern wo es um die Opportunität geht, ob wir diesen Tipping Point erwischen und im Markt mitspielen oder ob wir die Chance vergeben. Ein Beispiel hier aus der Telco. Das ist eine Roadmap für Rechnungsoutput. Langweiliges Thema, Rechnungsoutput, ne, kommt jeden Monat. Das ist ein sehr komplexes Thema. Und schon hier auf der untersten Ebene, die Kanäle, Papier, elektronische Medien, Bill Presentment und Payment, zu synchronisieren mit dem Mahnwesen, mit dem Zweitversand, mit Exclusion, ab welchem Betrag wollen wir überhaupt eine Rechnung stellen. Schon das ist sehr oft eine Hürde, die nicht jeder einfach so macht. Der zweite Schritt, wenn wir sagen, wir wollen nicht nur eine Rechnung schicken, sondern wir wollen damit auch eine Diskussion, ein Gespräch, eine Interaktion mit unseren Kunden bewegen, geht in die Ebene Kampagnenmanagement. Wie können wir Marketing einbinden, wie ich gesagt habe, unsere Rechnungen zu benutzen? Es gibt Tools und Plattformen dazu. Aber wenn die Rechnung einfach über das Telco-Billing-System läuft, dann wird Marketing nie in der Lage sein, effizient eine Kampagne zu führen. Weil wenn Sie Marketingkampagnen durch ein Telco-Billing-System gestalten wollen, dann müssen Sie so früh und so komplex planen mit Changes und Anpassungen, dass Sie wahrscheinlich nie rechtzeitig am Markt sind. Aber es gibt Lösungen dafür. Es gibt Lösungen dafür, die muss man aber bauen und betreiben. Jetzt wollen wir nicht einfach nur eine Rechnung schicken. Es gibt Firmen, die versenden schon seit Jahren 4 verschiedene Rechnungen, weil sie so viele Billingsysteme haben und das nicht zusammenbekommen. Das ist nicht gut. Aber es ist auch nicht gut, wenn sie nur eine Rechnung verschicken können. Sie möchten die Freiheit haben, ihre verschiedenen Brands und Produkte über eine Plattform laufen zu lassen. Da brauchen sie die Flexibilität dazu. Das ist eine Evolution. Da brauchen Sie die Fachleute aus der IT, da brauchen Sie Marketing am selben Strick und da brauchen Sie Provider, die Ihnen mithelfen, das zu tun. Das ist eine kurze Übersicht, wie so eine Architektur aussehen kann, wie sie von uns auch schon gebaut wurde. Ich gehe da nicht ins Detail drauf ein. Die Message ist die, es geht nicht darum, dass die IT das jetzt alles bauen muss. Und ich glaube, hier kommen wir wieder auf den Punkt, wo wir über die Rolle der IT in Zukunft sprechen müssen. Die Rolle der IT wird in Zukunft nicht sein, die Architektur für die Firma mit sämtlichen Systemen zu definieren. Das wissen wir, dass es heute schon nicht der Fall ist. Die Mitarbeiter in der Firma, die benutzen Twitter und Google und weiß der Teufel, die setzen das voraus, dass wir aus der IT das einfach ermöglichen und erlauben. Das ist auch so ein Thema. Wir müssen uns viel mehr darauf einlassen, dass wir aus der IT heraus ermöglicher sind, Rahmenbedingungen setzen, dass wir Fremdsysteme, dass wir Clouds an unsere Firma andocken lassen können. Wir werden das nicht
alleine bewältigen können. Ein anderes Thema ist Inbound-Outbound-Kommunikation. Wo kommen die Dokumente rein, wo gehen sie raus? Sehr oft nicht unter Kontrolle. Sehr oft kommen Dokumente an vielen verschiedenen Orten. Manche werden sie gescannt, manche gehen in die interne Post. Und Kundenkommunikation wird zum Teil auf dem Stockwerkdrucker, zum Teil in der Printzentrale gedruckt. Keine Übersicht. Viel Geld verloren. Ist es ein Painpoint? Nein, weil wir merken es nämlich nicht mal. Und haben wir den Bedarf, dieser Bereich hier aus unserer eigenen IT mit Systemen zu strukturieren? Maybe not, weil es ziemlich komplex ist, das in den Griff zu bekommen. Aber was wir wissen, dass wenn wir es zentrieren können, wenn wir einen Closed Loop schaffen können zwischen eingehender Kommunikation, sei das jetzt ein Brief oder ein Mail oder was auch immer für eine Kommunikation, und ausgehende Kommunikation, wenn wir das messen können, wenn wir ein solches System an unsere Kernsysteme, das CRM, das SAP, anschließen können, haben wir dann nicht einen Freiheitsgrad gewonnen in der IT, weil wir nicht selber Systeme bauen müssen? Haben wir dann nicht einen Effizienzgewinn gemacht in den Prozessen? Haben wir dann nicht einen Gewinn für unseren Kunden geschaffen, indem wir als Unternehmen verlässlicher auftreten? Ich hoffe, ich habe mit diesen Beispielen ein bisschen aufzeigen können, wo wir die aktuellen Herausforderungen sehen. Es geht nicht darum, Briefpost oder elektronische Medien. Und es geht auch nicht darum, ob das Substitution ist, ist es in gewissen Bereichen, oder Ergänzung, ist es sehr oft. Und es geht darum, dass wir in diesem Wandel, der jetzt stattfindet, in den Medien, in der Art und Weise, wie unsere Unternehmungen mit den Kunden zusammenarbeiten, dass wir in diesem Wandel die Punkte finden, wo wir Mehrwert schaffen können für den Unternehmer, für den Kunden und wo wir eine gestalterische Rolle übernehmen können. Und mit wir, glaube ich, und das ist, denke ich, auch das Thema an diesen X-Days, mit wir sprechen wir nicht mehr von der IT eines Betriebes, sondern mit wir sprechen wir von einer Branche, von einem Ecosystem, das aus Providern, Software as a Service, Cloud, das aus Prozessservices, Outsourcing besteht. Und die Herausforderung ist nicht, das selber zu bauen oder die richtigen Technologien, der richtige Drucker herauszufinden, sondern die Herausforderung ist, und da müssen wir dran arbeiten, die richtigen Partner zu finden, dass wir auf die wirklich interessanten Kernthemen fokussieren können, uns in dieser Wolkenpracht von Clouds und Möglichkeiten nicht verzetteln, sondern mithelfen, den Fokus zu setzen. Und damit, glaube ich, können wir aus der IT heraus einen riesigen Beitrag leisten, dass unsere Firmen und Unternehmen den Tipping Point nicht verpassen, dass unsere Unternehmen den Sprung schaffen, dass unsere Unternehmung aus den endlosen Diskussionen Budget, Kosten, Marketing, Mehrwert rauskommen und am Markt einen Vorteil für die Kunden und den eigenen Betrieb generieren. Damit schließe ich. Danke für die Aufmerksamkeit. Ein bisschen überzogen, aber wir haben noch genügend Zeit für Fragen, wenn da welche sind. Ja, besten Dank. Zuerst bitte ich einmal um einen kleinen Applaus für David Zilfner für diese Präsentation. Genau, wir haben noch rund 10 Minuten für Fragen und Antworten. Ich habe gesehen, einige von Ihnen sind fleißig am Notizen machen. Bestimmt gibt es Fragen. Wem darf ich das Mikrofon überreichen?
Gut, dann für diesen Fall habe ich natürlich mir schon eine Frage ausgedacht. David, Sie haben vorhin die Rolle der IT erwähnt in diesen Projekten und Sie haben aber dann vor allem gesagt, was, oder mir ist vor allem geblieben, was die Rolle eben nicht ist. Können Sie für mich noch einmal erläutern, welche Rolle dem CIO in diesen Prozessen speziell zukommt? Hallo? Ja. Muss natürlich jeder selber herausfinden, was seine Rolle ist. Ich glaube und bin überzeugt davon, dass der CIO der Ermöglicher sein kann. Derjenige, der Technologie, Innovation und Prozesskompetenz ans Marketing bringen kann, an den Finanzchef bringen kann und Vorschläge entwickeln kann, wie Marketing und Finanz besser am Markt unterwegs sind. Und ich sehe sehr oft, dass der Weg ein umgekehrter ist. Und ich glaube, das ist die Herausforderung, die wir in der IT annehmen dürfen. Wir können zum Taktgeber werden, zum Inputgeber, zum Business Developer. Das ist vielleicht jetzt ein bisschen provokativ, aber das, denke ich, ist ein Thema, das für IT immer wichtiger werden wird, Business Development. Gibt es Nachfragen? Gut, dann möchte ich diese Session nicht künstlich verlängern. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihr Erscheinen. Dir, David, nochmal ganz herzlichen Dank für die Präsentation und ich wünsche Ihnen allen noch eine schöne, spannende Zeit an den X-Days. Auf Wiedersehen.